Zu dieser lustigen Szene ist es bei einem Besuch von Olaf Scholz in Litauen gekommen. Scholz absolvierte einen Truppenbesuch in Paprade und machte dort einen Rundgang auf dem Übungsplatz. Als der Bundeskanzler dabei eine Panzerhaubitze 2000 sah, staunte er nicht schlecht und scherzte mit dem Soldaten daneben. Scholz traf sich am Dienstag in der litauischen Hauptstadt Vilnius mit Präsident Gitanas Nauseda und den Regierungschefs aller drei baltischen Staaten. Nach den Gesprächen sagte er Litauen zusätzliche militärische Unterstützung für die Verteidigung gegen einen möglichen russischen Angriff zu.